heute ein kleiner Mini-Mini-Mini-DM-Haul. Ich habe nur ein paar Sachen gekauft, aber die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich habe 3 Haarprodukte gekauft, zu denen komme ich am Schluss. Wir fangen einfach mal an mit Duschgel. Und zwar habe ich von Balea. Das ist jetzt gerade wieder so eine LE. 2 Duschgele gekauft. Die gibt es jetzt ganz neu. Ich zeige es euch mal nacheinander. Und zwar ist das hier, das Orangene. Das nennt sich Energie Dusche Glücksrausch. Anregendes Duscherlebnis. So sieht das aus. Und das riecht mit ätherischem Öl der Blutorange, stimuliert mit ihrem Duft die Sinne und verspricht ihnen ein anregendes Duscherlebnis. Riecht sehr gut. Riecht wirklich sehr orangig, wenn man das so sagen kann. Und sehr, sehr frisch, sehr belebend, könnte man also wirklich sagen. Sehr frisch und es riecht wirklich nach frische Kick. Und das Lilane ist Relax Dusche, nennt sich Atempause, entspannendes Duscherlebnis. Ja? Und da ist drin ätherische Öle von Lingyang. Angenehm, beruhigend und ausgleichendes Duscherlebnis. Okay, machen wir auf. Das riecht bestimmt, das riecht sehr süß, aber auch sehr, so sanft. Also so, das stimmt. Also könnte ich schon mir auch sehr entspannend vorstellen. Das ist wirklich gut so für abends, wobei ich dusche ja eigentlich immer nur abends, ne, wie ihr vielleicht wisst. Aber egal. Ja, das riecht auch sehr, sehr gut. Also ich fand bei beiden auch die Verpackung wirklich sehr schön aufgemacht. Ja, sehr schön. Und auch die Bezeichnungen fand ich sehr schön. Die Namen, Glücksrausch, Atempause, finde ich sehr kreativ. Und ja, das gefällt mir sehr gut. Eigentlich könnte ich es Balea Haul nennen. Sehe ich gerade, weil ich habe nur Balea Produkte gekauft. So, dann kommen wir zu den Haarprodukten. Ich möchte dazu sagen, ein separates Haarvideo, Haarpflegevideo oder was ich alles für die Haare nehme, weil es doch eigentlich sehr viel ist und ich sehr viel probiere, mixe, teste, sonst was, kommt aber noch. Ich bin gerade da so ein bisschen noch am Austesten und ein paar Sachen habe ich jetzt neu gekauft, die ich euch jetzt zeige. Die kommen dann mit in das Video und wir fangen mal an mit der Kur bzw. Haarmaske. Die habe ich euch vielleicht schon mal gezeigt. Das ist jetzt schon meine 2. oder 3., bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Und zwar ist das die Seidenglanz Haarmaske Pfirsich und Seide gegen stumpfes und glanzloses Haar mit Durchkämm und Glanzformel ohne Silikone. Das finde ich sehr, sehr gut. Und zwar samtweiches Haar, fließend wie Seide. Hier sind auch Pfirsiche abgebildet und das ist, wie gesagt, so eine Maske. Und das riecht auch sehr, sehr gut, sehr fruchtig, also schon wirklich so nach Pfirsich, Aprikose. Riecht sehr gut. Und ich mache mir, wie gesagt, immer Shampoo, Spülung und danach die Haarmaske drauf. Und lasse das dann so einwirken in der Dusche, während ich so den Rest einseife mit Duschgel, was weiß ich. Dann kann das ein paar Minuten so einwirken, dann mache ich mir das immer so ein bisschen hoch. Und am Ende spüle ich das aus und die Haare sind einfach total weich und ich mag diese Kur total. Also ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt oder auch an den vielen Ölen, die ich benutze, dass meine Haare etwas mehr glänzen, weil meine Haare sind doch sehr trocken und sehr stumpf. Ich kann mir da ja auch Öl reinschmieren bis zum geht nicht mehr. Das wird einfach verschluckt und eingesogen von meinen Haaren. Aber ich habe das Gefühl, das tut meinen Haaren wirklich gut und die ist auch wirklich nicht teuer. Ich glaube 2,50 Euro oder so kostet die. Und ja, das kann ich nur empfehlen. Dann habe ich auch von Balea hier so ein kleines Fläschchen gekauft. Ist wirklich nicht groß, wie ihr sehen könnt. Ne? Gerade mal so 3/4 zur Hand. Und zwar ist das Repair und Pflege Anti-Spliss Serum. Repariert und versiegelt geschädigte Haarspitzen für strapaziertes und geschädigtes Haar. Das sieht wie gesagt so aus. Könnt ihr nochmal sehen. Und das hat so einen kleinen Pumpspender. Kann es euch auch mal zeigen. Ist durchsichtig. Ja. Und das ist ein Serum, also wie ein Öl eigentlich. Und das macht man sich jetzt nur
in die Spitzen. Ja? Also das kann man auch mal so zwischendurch machen oder wenn sie noch nass sind. Ja? Da steht also drauf, wenige Tropfen in den Haarspitzen und beanspruchten Haarpartien einmassieren, nicht ausspülen, wie gewohnt frisieren, kann beliebig oft auf trockenem oder nassem Haar verwendet werden. Und ich habe ja doch Spliss und ja, das habe ich jetzt auch schon benutzt, zweimal nach dem Haarewaschen jetzt und auch zwischendurch mal so in das trockene Haar. Und ja, gegen Öle kann man nie was sagen. Ich finde Öle allgemein sehr gut. Ich mag das zurzeit total. Benutze viel, natürlich jetzt nicht alles gleichzeitig, sondern dann mal das, weil ich habe einfach sehr viel. Und ja, habe gedacht, ich kaufe mir mal jetzt speziell nur ein, das ist ja jetzt kein Öl, das ist ja wirklich nur ein Anti-Spliss-Serum. Das ist ja jetzt nicht ein Öl, wo die Haare komplett pflegt, sondern das ist jetzt speziell gegen Spliss. Und das mache ich mir normalerweise jetzt immer nur nach dem Waschen auf die nasse Haare. Aber man kann es auch auf die trockenen machen. Dann habe ich noch ein Produkt, das habe ich gesehen, und zwar ist das Locken Power Spray von Balea. Kann ich euch jetzt auch nicht sagen, ob das neu ist oder so, weil Lockenprodukte habe ich mir eigentlich noch nie angeschaut, aber ich dachte, ich kaufe es mir mal. Und zwar ist das auch ohne Silikone für definierte Locken voller Sprungkraft und mit Lockenforming-System. Und das sprüht man ins feuchte Haar, nicht ausspülen, föhnen oder an der Luft trocknen lassen und das Haar wie gewohnt stylen. Ja, und dieses Lockenspray soll einfach dazu dienen, die Locken etwas zu definieren und mehr Sprungkraft zu verleihen und mit Feuchtigkeit zu versorgen. Und normalerweise föhne ich meine Haare nach dem Waschen immer, dass sie schon etwas glatter werden. Und danach klette ich sie mit dem Kletteisen. Und das, was ihr jetzt seht, ist, das sind meine Naturhaare. Das heißt, ich habe sie einfach lufttrocknen lassen nach dem Waschen. Und ich habe einfach solche Locken bzw. Wellen, das habe ich so von Natur aus, was man selten sieht, weil ich habe sie eigentlich immer geklettet. Und wenn ich mir Locken gemacht habe, habe ich sie mit dem Lockenstab gemacht. Und ja, jetzt habe ich mir irgendwie gedacht, ich finde es eigentlich auch nicht so schlecht, ich könnte sie als einfach auch mal so in der Luft trocknen lassen. Und dann habe ich einfach auch so ein paar Löckchen, Wellen, was ich auch ganz cool finde. Und ich habe jetzt dann manchmal sie noch etwas mehr definiert. Mit dem Kletteisen habe ich mir alles dann mal, zumindest hier vorne, weil hier sind sie etwas glatter, habe ich mir dann mit dem Kletteisen noch ein paar Locken so selber gemacht, nachgezogen. Und ja, jetzt habe ich sie halt so, das habe ich gestern Abend, habe ich sie halt gewaschen und lufttrocknen lassen. Deswegen sehen sie halt jetzt so aus. Und aus dem Grund habe ich mir einfach mal dieses Locken-Powerspray geholt und habe die mir in die nassen Haare nach dem Waschen einfach voll viel so reingesprüht und habe sie dann Luft trocknen lassen. Und ja, und das kann man halt auch zwischendurch dann nochmal reinsprühen. Ja, bisher finde ich es ganz gut. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Ein Balea-Haul. Jetzt im Nachhinein erst gemerkt, dass ich nur Balea-Produkte gekauft habe. Wie gesagt, zu den Haaren kommt ein separates Video, gerade weil ich jetzt auch ein bisschen am Austesten bin mit diesen Wellen und meinen Naturhaaren, was jetzt auch was Neues für mich ist, weil, habe ich doch schon Locken, ne? So lustig. Und ich danke euch fürs Zuschauen, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal.